Die Fritzbox 6500 Cable hat ein ganz besonderes Feature. Man kann das DVB-C-Signal in ein digitales Signal umwandeln, beziehungsweise es ist ja schon digital, aber man kann es jetzt im Heimnetzwerk nutzen. Was meine ich damit? Naja, normalerweise müsst ihr am Fernseher ja aus der Kabelbuchse das Kabel nehmen, in den Fernseher stecken und braucht einen Receiver, der DVB-C-fähig ist. Und nur an Geräten, die DVB-C-fähig ist, könnt ihr in der Regel auch den Kram schauen, der im Fernseher läuft. Wie sieht das jetzt bei der Fritzbox aus? Die macht das über das Heimnetz zugänglich. Das heißt, ich kann im Grunde fast mit jedem Endgerät DVB-C-Sender schauen. Das geht sowohl dann auf dem Handy als auch auf dem Fernseher. Und wie das genau geht, das schauen wir uns jetzt an. Also die Fritzbox-Kabel muss natürlich an einem Kabelanschluss drinstecken. Und als erstes loggt man sich hier ein in sein Webinterface, geht hier auf DVB-C und bei der initialen Einrichtung muss man erstmal den Sendersuchlauf starten. Da gibt es jetzt zwei Optionen. Ja, ich versuche es jetzt einfach mal mit der Standard-Sendersuche, lasse hier alles auf automatisch, ignoriere mal die weiteren Optionen und starte den Sendersuchlauf. Also ihr müsst natürlich jetzt nicht die 15 Minuten warten. Ich melde mich dann wieder zurück, wenn es fertig ist. So, Sendersuchlauf ist abgeschlossen. Zeit war ungefähr 9 Minuten, wenn mich jetzt hier mein Timer nicht täuscht. Und jetzt können wir eigentlich mal zur Senderliste gehen. Ach, wunderbar, sogar richtig schön mit Logos. Was hat er mir denn in HD zu bieten? Ja, die öffentlich-rechtlichen, claro. Das sind auch die, wenn ich mich jetzt so dunkel erinnere, die ich auch am Fernseher bekomme. Sogar Sky Sport News, naja. Radio bekomme ich auch eine ganze Menge rein. Ja, sieht erstmal auf den ersten Blick für mich zumindest gut aus. So, hier unten steht jetzt, wenn Sie den VLC Media Player zum Fernsehen nutzen wollen, erzeugen Sie hier eine Datei mit der aktuellen Senderliste, bla 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 bla. Ich klicke mal auf Senderliste erzeugen und speichere die Datei. Ich kann jetzt einfach hergehen und meine Downloadliste anzeigen. Jetzt sehe ich hier diese Datei. Und das sind jetzt die SD-Sender. Das gleiche mache ich natürlich jetzt nochmal mit den HD-Sendern. Und das gleiche wiederum jetzt nochmal mit dem Radio. So, und jetzt habe ich in meiner Downloadliste drei verschiedene Dateien. Und ich mute jetzt mal hier meinen PC, sonst wird es gleich laut. Und öffne mal die HD-Datei. Jetzt läuft gerade eine Fußballübertragung. Ich glaube, da kriege ich Ärger, wenn ihr das jetzt quasi sehen würdet. Deshalb mal verpixelt Belgien gegen Tunesien. Es steht 4:1 für Belgien, wen es interessiert. Also das läuft erstmal schon mal ganz gut. Und das heißt, ich kann jetzt auf meinen Computern einfach diese Senderliste öffnen und kann ja, einfach anfangen, Fernsehen zu schauen über das Netzwerk. Da kümmert sich quasi dann die Fritzbox um die Übertragung. Ja, jetzt die Frage, wie kann ich umschalten? Ich kann mir einfach die Senderliste anzeigen lassen. Das sollte, glaube ich, hier oben über Ansicht gehen oder Wiedergabeliste heißt es ja hier. Und hier kann ich jetzt einfach hergehen und einen anderen Sender auswählen. Ich wähle jetzt mal hier, was weiß ich, Dreisat aus. Da unten, und das wechselt ja wahnsinnig schnell. Das ist ja schneller als am Fernsehen. Und das wechselt es dann auf Dreisat HD. Ja, das ist das eine, was funktioniert. Und ich muss also nur diese M3U-Dateien auf meinen Geräten verteilen und kann die gucken. Es kann eigentlich auch nicht nur der VLC Media Player. Deshalb, was viele von euch vielleicht schon kennen, ist ja Kodi. Aber das Thema Kodi und DVB-C mit der Fritzbox, das behandle ich dann in einem separaten Video. Kommt auch demnächst.